Fahrzeuge werden immer klüger. Tempomat mit automatischem Abstandshalter, Kollisionswarner, Fahrspurassistent. Ein Assistent, der den Fahrer vor einer scharfen Kurve warnt, wenn er mit zu hohem Tempo unterwegs ist. Bis hin zum Öko-Assistent für sparsames Fahren. Dies nur einige Beispiele. Und diese Aufrüstung scheint kein Ende zu nehmen. Doch heißt mehr Elektronik wirklich mehr Sicherheit? Ein europaweiter Feldversuch, das Projekt Euro-FOT soll nun zeigen, wie gut Assistenzsysteme im Alltag wirklich arbeiten. Das wird uns helfen, besser zu verstehen, was solche intelligenten Fahrzeuge in Sachen Sicherheit, Effizienz und Komfort leisten und wie die Lenker auf diese Systeme reagieren. Hunderte Probanden im Alter von 18 bis 60 Jahren nehmen an dem Projekt teil und lassen ihre Autos mit den Überwachungssystemen ausrüsten. Diverse Kameras beobachten alle Aktionen des Fahrers sowie das Verkehrsgeschehen vor und hinter dem Auto. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Fahrer auf elektronische Helfer reagieren, zum Beispiel in brenzligen Situationen. Das ermöglicht uns zu verstehen, was die Ursachen sind von Unfällen oder anderen Vorfällen, welche im Straßenverkehr vorkommen können. Die gigantische Datensammlung der Langzeitstudie endet im Sommer 2011. Die Ergebnisse sollen dann in die Verbesserung und Neuentwicklung von Fahrerassistenzsystemen einfließen.